Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts ist im Leben schlimmer, als seine Heimat zu verlieren. Nichts ist im Leben schlimmer, als Verwandte, Freunde zu verlieren, die bei einem Unglück sterben, verletzt werden, Schäden davontragen. Und wenn man das eigene Haus verliert, wenn man die eigene Existenz verliert, dann wird dieses Menschen oft nach einer langen Zeit bewusst. Das beginnt nicht sofort. Ja, und wir haben heute in einer sehr würdigen, finde ich, Gedenkfeier den Flutopfern gedacht. Wir haben heute Nachmittag uns ja schon mit dem Thema beschäftigt. Und ich finde, dieser Landtag wird sicherlich noch viele, viele Jahre sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, Traumata zu behandeln, die die Menschen nach einer gewissen Zeit überhaupt erst für sich selber wahrnehmen, erkennen lassen oder zugeben. Das sind die Punkte, die Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir das im Ausschuss gemeinsam alle diskutieren, dass wir da gemeinsam nach einer vernünftigen Lösung, nach Strukturen suchen, vor allem gerade da, wo wir medizinische Versorgung verloren haben, wo Arztpraxen, wo Krankenhäuser zerstört sind, wo viele Angebote nicht mehr existieren. Deshalb sollten wir das gemeinsam im Ausschuss tun, den Menschen Perspektiven aufzeigen, ihnen helfen, das, was sie erlebt haben, zu verarbeiten, um ihnen nicht nur eine gute, gesunde Zukunft, sondern auch eine neue Heimat zu geben. Wir stimmen der Überweisung zu und werden gemeinsam mit allen an dieser Problematik arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Neumann. Für die